So, und hier soll man wohl irgendwie nach oben mit dem... Nee. Hier soll man wohl einen Stein runterschmeißen können. Oder meint ihr das hier? Nee. Ach, guck mal. Huch, nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte wechseln. Ja, das hat... Da ist doch was. Da sieht man doch was. Okay. Das funktioniert auf jeden Fall. Da ist was da. Schlägt der immer direkt? Ja, der schlägt immer direkt. Schade eigentlich. Okay, wie komme ich denn jetzt da oben hin? Am besten nicht ganz so hoch. So. Oh, das ist aber ganz schön tricky hier. Ja, und wie tricky das ist. Ja, gut, dass ich danach geguckt habe. Okay, das stört ein bisschen. Ah. Das ist halt... Wie soll man da drauf kommen? Gut, der Stein, der hat ein bisschen darauf hingedeutet, aber... Nee, ich würde nie drauf kommen, irgendwie. Ach, der wäre perfekt gewesen, nur irgendwie das Spiel... Ja, das ist besser. Das Spiel wollte nicht. Auf jeden Fall, diesen Stein müssen wir jetzt da runter schubsen. So. Und die dürfen wir jetzt alle aufsammeln. Dass sie nie wegfliegen. Okay, das war's. Fertig. Gut. Dann haben wir sie auch. Und jetzt wollte ich noch gerne... muss man hier lang? Ja. Ja, dann sind wir halt wieder tot. Ist auch okay. Ich wollte jetzt noch gerne... wieder dahin, wo diese komischen Küken waren. Weil da gibt's nämlich... Ja, diesen Typen, der die Fische sammelt. Und wir haben ja noch einen, so einen seltenen Fisch. Den wollte ich dem ganz gerne geben. Und vielleicht haben wir dann schon alle Fische. Ich weiß es aber nicht. So, wir sind aber hier richtig. Ja. Weil wir müssen ja nach oben. Du kullerst da mal weiter. Moment. Ach, scheiße. Dann halt nicht. Ich wollte eigentlich dieses Anemonenteil da kaputt machen, aber will ja nicht, ne? So, und dann würde ich mal gerne, wofür wir diesen Schlüssel brauchen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir den für dieses Tor in der Fischerstadt brauchen. Warum liegt hier überhaupt eine Kartoffel rum?
muss ich mal gleich wieder das andere Ding ausrüsten. Den Hammer, den Feuerhammer, weil sonst kommen wir hier nicht weiter. Feuerhammer. So. Ja, genau, wo kommst du denn her? So, ich meine, hier wäre der Typ gewesen. Oh, von wegen, wir haben fast alle. Hat er einen Bart? Ah, der ist echt selten. Ist der für mich? Vielen Dank. Hoho. Einfach reingeschmissen. Okay, der hat Beine und der hat einen Bart, so wie das aussieht. Okay, dann hätten wir das auch. Und dann würde ich sagen, geht's weiter in den tollen Wald. Nee, es müsste der richtige Eingang sein, weil da, wir haben ja jetzt noch ein paar Glühwürmchen und die möchte ich gerne abgeben. Ich hoffe mal, dass wir dann einfach alle haben. Wenn nicht, müssen wir noch ein paar Glühwürmchen sammeln. So. Das war, glaube ich, scheiße, da oben hinzukommen, ne? Ich weiß jetzt auch, wie man hier in diese Türen reinkommt. Und zwar muss man unsichtbar dafür sein. Und da wird man... Wenn man, glaube ich, von einem Zauberschwein oder so getroffen wird, dann wird man uns... unsichtbar. Oh Gott. Oh, da unten ist ein Zauberschwein. Dann. Obwohl, wir könnten eigentlich mal ausprobieren. Los, treff mich. So. Sind wir immer noch unsichtbar? Ja, gut. Wo sind wir denn jetzt? Oh, toll. Der Wahnsinn. Ich bin begeistert. Was passiert denn, wenn wir den hier essen? Ach, wir können die jetzt gar nicht essen, weil wir unsichtbar sind. Nosen. Ah, da ist ein Zauberschwein. Ich muss das besiegen, dann werde ich, glaube ich, wieder vernünftig. Wo ist es hin? Ich will da doch... Ach. Komm her. Achso, das... Och man, das ist doch total dumm. Geschlossen.
Jetzt habe ich mich hier festgebackt oder was? Ganz einfach. Dann gehen wir halt nicht in dieses Ding rein. Ist auch okay. So, ich guck mal gerade nach, ob wir... Ja, Glühwürmchen haben wir noch. Und ich lasse mich da jetzt einfach wieder hin teleportieren. Ja, in den Eingang, weil wir wollen ja die Glühwürmchen abgeben. Ach, das ist auch schon leer. So. Okay, one more time. Nein. Ich will es doch noch irgendwie probieren, weil hier kommt man ja ganz gut wieder zurück. Ach so. Na gut, die müssen dann wohl erscheinen. Oder das war jetzt auch wieder nur ein Fake. Ich weiß nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Spaste, zieh dich. Los, mach, dreh, 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 dreh. Oh Gott. Baba. Haarscharf. Nein! Dass der immer direkt in diese Scheißräume reingehen muss, ne? Was ist hier? Was war das? Nee. Können wir nicht benutzen. Los, 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 los. Ja, 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 ja. Okay. Das sollte jetzt aber funktionieren. Good evening. Ihr habt Schneeglühwürmchen? Krieg ich sie? Noch mehr Käfer. 20. Mit so vielen UW. Uwe, hä? War, oh, ist das hell? Stärker als ich dachte. Anscheinend verstärken Schneeglühwürmchen ihr Licht gegenseitig. Das ist ja wie bei so Teelichtern so. Weil das ja auch, wenn man so ganz viele zusammen macht, dann wird es eine riesige Flamme so, ne? Es ist zu stark. So kann man sie nicht herumtragen. Genug geforscht. Was? Wollt ihr das Licht abschirmen? Braucht wohl einen Behälter.
Wenn ihr sie mitnehmt, hilft euch das vielleicht unterwegs. Ich habe hier etwas gehört über eine Dunkelkiste.